Der aktuelle Diskurs um Rassismus ist natürlich wahnsinnig komplex und täglich wird er durch neue Stimmen bereichert. Wie die meisten von Ihnen wissen, haben wir im März ein Aktionsprogramm bei ELIS gestartet, Nie wieder, gemeinsam gegen Antisemitismus und für eine offene und plurale Gesellschaft, indem wir diese Reflexion mit StipendiatInnen weiterführen möchten. Die Frage besteht, fühle ich mich hier sicher? Will ich hier bleiben? Will ich doch woanders hin? Wie viel bin ich bereit, hier Energie hinein zu investieren? Wie lange will ich tatsächlich hier bleiben? Lohnt sich das, dass ich mich einmische? Und ich würde eine sehr klare These an der Stelle aufstellen und sagen, dass wenn man über Juden und Antisemitismus in Deutschland spricht, redet niemand neutral, egal aus welcher Haut, egal aus welcher Identität. Und es gibt alle gute Gründe dafür. Können wir überhaupt sagen Black Lives Matter oder müssten wir eigentlich sagen Ausländer Lives Matter? Weil die meisten, die von Rassismus betroffen sind, sind ja gar nicht schwarz in Deutschland, sondern People of Color. Ich glaube, ja, natürlich muss man mehr POCs und schwarze Menschen in die Institution bringen. Aber gleichzeitig müssen wir schwarze Menschen und People of Color auch ihre eigenen Institutionen aufbauen. Wir wissen, dass wir alle viele Identitäten haben, aber in einem Moment agiert man jetzt, geht es um Black Lives Matter, was nicht bedeutet, dass alle anderen Identitäten und Erfahrungen nicht wichtig sind. Verschwörungsnarrative gehören mit auch zu einer postmodernen demokratischen Welt, in dem Wahrheit umgemünzt wird zu Meinung. Und mich würde es wundern, wenn es gerade in solchen Zeiten überhaupt keine Verschwörungsnarrative geben würde. Ich weiß auch nicht, aber das muss aber nur, kann das besser beurteilen als ich, ob man das durch Bildungsarbeit weg aufklären kann. Der Jude wird eigentlich gar nicht namentlich immer genannt. Also deshalb sind die Verschwörungstheorien sind strukturell antisemitisch, aber es geht nicht immer um die Juden. Also ich glaube ganz klar, dass der latent vorhandene Antisemitismus in Deutschland in der jetzigen Situation neue Nahrung bekommt. Von linker Seite, von rechter Seite und es geht eben bis in die Mitte der Gesellschaft. Und wohin das führen kann, sehr schnell haben ja die Attentate von Halle und auch Hanau gezeigt. Das waren also Menschen, die dann sich eine Waffen beschafft haben und dann zur Tat geschritten sind. Also das ist, glaube ich, wirklich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Insofern ist das Medium Internet als Medium erstmal ein völlig neutrales, wie jedes Medium, aber durch seine Simplifizierung, durch seine Verkürzung, durch seine Vereinfachung, durch seine starke Emotionalisierung spielt es all denen erstmal in die Hände, die quasi genau an solchen Dingen ein Anliegen haben. Das sind letzten Endes Kräfte der Gegenaufklärung, also diejenigen, die letztlich sich gegen Demokratie wenden. Und gerade in Bezug auf das Thema Antisemitismus ist relevant eben, dass konterkarierende Informationen, ich möchte auch ganz klar sagen, Fakten, damit weitgehend ausgeblendet werden. Die Frage ist ja, und ich glaube, das beschäftigt uns alle, was hilft? Es ist ja nicht so, dass wir in den letzten Jahrzehnten in Deutschland keine Versuche unternommen hätten, etwas gegen den Antisemitismus zu tun oder dass wir in den Schulen nichts dazu gemacht hätten. Aber wir haben offensichtlich nicht das Richtige gemacht. Und deshalb ist natürlich die Frage, welche Daten brauchen wir, um zu verstehen, warum junge Menschen dazu kommen, die noch nie einen Juden gesehen haben, Menschen als Juden zu beschimpfen oder verächtlich zu machen im Kontext des Jüdischseins. Vor ungefähr einem Jahr wurde ich in Freiburg angegriffen, in einem Fitnessstudio, weil ich mit der Kippa trainieren war. Die neueste Erhebung der EU-Grundrechteagentur, die bestätigt schon wieder, dass nur 20% der antisemitischen Straftaten angezeigt werden überhaupt in Deutschland. Das heißt, in den allermeisten Fällen stehen Menschen wie Samuel vor der Entscheidung, suche ich mir Schutz bei der Polizei, die dafür zuständig ist, die dafür bezahlt wird, die dafür existiert, oder habe ich dann ein größeres Problem als vorher? Und in den allermeisten Fällen fällt die Abwägung so aus, ich habe danach ein größeres Problem als vorher. Es gibt ja viele Urteile, wo also geschildert wird, das Opfer ist beleidigt worden mit dem Wort, du dreckiger Jude oder wie auch immer, und trotzdem scheut sich das Gericht dann von Antisemitismus zu sprechen. Das Motto, unter dem diese Veranstaltungsreihe steht, nie wieder, ist ja nicht nur Vergangenheit, sondern auch zukunftsgerichtet. Und ich verstehe das auch als einen Aufruf an die jüdische Bevölkerung, nicht nur einen Aufruf an die nicht-jüdische Bevölkerung. Und zwar einen Aufruf, dass wir das Geschehen in unsere Hände nehmen, dass wir uns wehren, dass wir Anzeigen erstatten, Klagen einreichen, dass wir nicht schweigen. Würde gerne mit
jeweiligen Justizministern in den Ländern sprechen. Und ich möchte gerne von Ihnen ein richtiges Engagement gegen Antisemitismus erleben und das genau mit dieser Atmosphäre in der jeweiligen Justizverwaltung und dann in der Justiz gearbeitet wird. Denn das kommt auch von oben nach unten, wenn da entsprechend sichtbar ist. Das hat eine große Priorität, ein großes Gewicht. Und das ist jetzt auch ein Auftrag mit der Justiz. Dann wird das auch, sag mal, gelebt werden. Und dann ist das genau das, was wir brauchen. Und das wünsche ich mir doch sehr, dass da man sehr tatkräftig, nicht nur sensibel, sondern ziemlich knallhart mit klarer Kante vorgeht. Und das vermisse ich. Das jüdische Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk und das muslimische Avicenna-Studienwerk arbeiten jetzt schon seit einigen Jahren eng miteinander zusammen. Unsere Zusammenarbeit lebt vom offenen Austausch, der kritischen Auseinandersetzung. Deshalb sparen wir in unserem Dialog auch nicht das aus, was wehtut. Es ist auch eine Diskussion in der Forschung. Wie nennt man das denn eigentlich? Ist es muslimischer Antisemitismus, ist es islamischer Antisemitismus, ist es islamistischer Antisemitismus oder islamisierter Antisemitismus? Und alle haben irgendwie ihre Berechtigung und eine Kritik. Für mich, Achtung, jetzt mache ich es ganz kompliziert, am besten trifft es, dass wenn man es beschreibt als geht eigentlich um antisemitische Narrative im muslimisch-migrantischen Milieu. Wenn ich in meiner Bildungsarbeit mit muslimischen Jugendlichen, aber auch mit Erwachsenen, ganz wichtig, ich arbeite nicht nur mit Jugendlichen, wenn ich da zu Antisemitismus arbeite, dann geht es mir um die Narrative, um die Erzählungen. Ich finde, wir sollten Antisemitismus immer als Antisemitismus betrachten und nicht als Antisemitismus aus der einen Gruppe und Antisemitismus aus der anderen Gruppe. Denn wenn ich das richtig sehe, aber das können wir gleich diskutieren, unterscheiden wir bei deutschem Antisemitismus, also nicht muslimischem Antisemitismus, nicht nach, ist das religiös begründet, ist das politisch begründet, ist das historisch begründet, sondern wir sagen einfach, hier erkennen wir antisemitische Narrative oder antisemitische Straftaten oder Handlungen. Also die These, die ich gerne diskutieren würde, wäre, was würde uns verloren gehen, wenn wir es immer gleich behandeln würden und immer als selbstverständlich großes problematisches Phänomen? Alles, was religiös begründet wird oder kulturell, das kenne ich auch aus meinem eigenen Kulturkreis, das ist immer ein Damoklesschwert, also gerade auch für junge Menschen, sich dem zu entziehen und das, was Mama und Papa mir beigebracht haben, das, was ich gelernt habe, das, womit ich aufgewachsen bin, das ist ganz schwer zu hinterfragen. Und ich glaube, dass es in unserem gemeinsamen Sinne sein muss, wie wir es schaffen, sozusagen auch mündige, selbstkritische Bürger, die natürlich auch religiös sein wollen und dürfen, als ein identitätsstiftendes Merkmal, aber nicht als der, der sie unterscheidet vom anderen. Und ich glaube, das ist eine grundsätzliche Herausforderung in einer Gesellschaft, die sich mehr und mehr pluralisiert, ethnisch, kulturell, religiös. Und nochmal, wer sind die Fürsprecher und wer sind diejenigen, die darüber sprechen? In der Gemeinschaft aber selbst haben wir ein ganz starkes Verständnis sehr früh, dass Care etwas ist, was in der größeren Gemeinschaft organisiert werden muss, voneinander, miteinander, füreinander. Auch aus der Erfahrung heraus, dass Jüdinnen und Juden sich herzlich selten auf die nicht-jüdische Allgemeinheit und Umgebung verlassen konnten, sondern selbst Care-Bereiche organisieren mussten, um zum Beispiel überhaupt Brot auf dem Teller zu haben oder damit die eigenen Kranken versorgt werden kann. Der Fremde ist ein ganz wesentlicher, der Jude, das Weib, der Wilde, das sind so Projektionsfiguren in der Moderne, Sozialfiguren, die eine ganz starke Ambivalenz verkörpern von paradoxen Gleichzeitigkeiten, nämlich sehr schwach und gleichzeitig übermächtig zu sein. Es gibt Memes, die ich da auch sehr bezeichnend finde, in dem halt Rechtsterroristen als Chad dargestellt werden. Der Chad ist halt in diesem Online-Jargon so die Verkörperung von Hypermaskulinität. Durch diesen Terrorakt schwingt man sich quasi vom Noob und Loser und Lauch zu einem Helden seiner Bewegung auf. Also man ist quasi dann tatsächlich aktiver Soldat im Kampf gegen die jüdische Weltverschwörung, den Feminismus, den Kulturmarxismus. Wie kriegen wir es hin, eine Solidarität zu erreichen und diese drei Bereiche, die immer noch sehr, sehr getrennt gedacht werden, des Antifeminismus, des Antisemitismus und des Rassismus, als ein Phänomen zu sehen, weil dieses Narrativ immer noch nicht gegeben ist. Wir haben von Veränderungen der Gesellschaft gesprochen und ich bin der festen Überzeugung, dass Veränderung der Sprache ein integraler Bestandteil von dieser gesamtgesellschaftlichen Veränderung ist. Gerade mit dem, was du jetzt sagst, Nastja, ich hatte in der Vergangenheit, lang vor Halle,
schon öfter mit Medienvertreterinnen und MedienvertreterInnen in völlig anderem Kontext darüber gesprochen, dass diese sprachliche Sensibilisierung nicht da ist. Und die Antwort war eigentlich immer eher so Desinteresse und dafür interessiert sich jetzt keiner, das sind halt so Feinheiten, das ist nicht so spannend. Und seit Halle, vor allem seit dieser Prozess begonnen hat, ich habe das jetzt ein bisschen so zu meiner Aufgabe gemacht, jedes Mal, wenn ich kontaktiert werde von Medienvertretern und MedienvertreterInnen und ein Interview gebe, ich sage denen immer dazu, tun Sie mir einen Gefallen, drücken Sie sich sprachlich sensibel aus. Und das Interessante daran ist, plötzlich gibt es Interesse daran. Und plötzlich kommt als Rückfrage, ja, das ist gut, dass Sie mir das sagen, können Sie mir das erklären? Bei Elis hatten wir 10 Jahre lang die ausnehmend positive Situation, dass wir uns mit vielen Themen beschäftigen konnten, die sich auf die lebendige jüdische Gemeinschaft beziehen, auf Fragen von Identitäten, Identitätenfindung, aber auch auf Fragen, die einfach nur einen intellektuellen Reiz darstellen. Dass es ein Studienwerk wie Elis gibt, ja, ist ein Zeichen sozusagen von Selbstbewusstsein und von, wenn man so will, ein Versuch, sich in dieser Gesellschaft eine Stimme zu verschaffen, die auf eine Resonanz stößt. Und so wie ich die Studierenden von Elis kennengelernt habe, die auch oftmals ja Seminare unserer Bildungsabteilung des Zentralrats besuchen, merke ich, da entwickelt sich ein Selbstbewusstsein, das bereit ist, genau zu der Auseinandersetzung, die wir brauchen, um hier bildend, aber auch lebend verweilen zu können.